Ich war laut. Ich war brutal. Ich war skrupellos. Durch diesen Schlag bin ich gestürzt und durch den Sturz mit dem Gesicht auf dem Boden wurde ich dann so schwer verletzt, dass ich jetzt heute schwer behindert bin. Dies ist die Geschichte von zwei jungen Männern, die ihr Leben neu anfangen müssen. Der eine Gewaltopfer, der andere Ex-Drogendealer, Maximilian Pollux. Lange war er eingesperrt und ist nun auf Bewährung frei. Früher wollte ich um jeden Preis eigentlich reich werden und habe meinen Erfolg über Geld gemessen. Und jetzt weiß ich, dass ich lieber arm auf einer Parkbank bin als reich im Gefängnis. Weil Freiheit einfach unbezahlbar ist. Gefängnis. Pollux hat 10 Jahre seines Lebens dort verbracht. Für Taten, die er als Teenager begangen hat. Sein kriminelles Leben fängt früh an. Er ist 12, 13 und unsicher, was aus ihm werden soll. Das Normale ist ihm damals zu brav. Für mich war dann der Anfang eher die Drogenkriminalität. Rotlicht. Also die Rotlichtbezirke haben mich angezogen, dieser Flair der Männer dort. Dieses ein Mann, ein Wort, der Gedanke, dass es keinen Vertrag braucht, damit jemand sein Wort hält. Für ältere Verbrecher ist er leichte Beute. Sein eigener Onkel setzt ihn als Drogenkurier ein. Mit 16 schmeißt er seine Lehre bei McDonald's. Bald dealt er selbst mit Drogen und Waffen. Treibt auf brutale Art Schulden ein. Für ihn zählt nur der Profit. Das Urteil für die vielen schweren Straftaten: 13 Jahre und einen Monat Haft. Damals ist er 21 und zeigt sich unbeeindruckt. Und das Gefängnis war ja auch für Leute wie mich, wie ich damals war, wie gemacht. Also jemand, der relativ groß ist, relativ stark ist, relativ skrupellos ist, niemanden verraten hat. Eine lupenreine Weste im kriminellen Sinn, der ist da relativ sicher. Im Gefängnis gründet er eine Bande junger Gefangener. Er ist ein unbequemer Häftling, aggressiv, aufsässig, sieht sich in einer Art Kriegsgefangenschaft. Noch überhaupt nicht die Idee davon, dass ich jemals da lebend rauskomme wieder oder dass ich danach ein anderes Leben beginne, sondern tatsächlich noch mit, hier ist mein Leben und ja, falls ich hier rauskomme, benutze ich die Reputation, um noch böser zu sein. Im ostfriesischen Aurich. Christoph Rickels besucht den Ort, an dem er ins Koma geschlagen wurde. Dieser Ort hier ist im Grunde mein Schicksalsort. Der hat mein Leben verändert, komplett auf den Kopf gestellt. Die Tat geschah vor 12 Jahren. Rickels ist damals 20. In der Disco gerät er in Streit mit dem späteren Täter, weil er mit dessen Freundin flirtet. Der Täter attackiert ihn vor der Tür. Es sind nur Sekunden. Doch Rickels ist ungeschützt auf dem Boden geknallt. Sein Schädel ist gebrochen. Er hat ein Schädelhirntrauma mit 6-facher Hirnblutung, ein Hirnödem, ringt mit dem Tod. Monatelang liegt er im Koma. Ich bin aus dem Koma wach geworden, habe mal realisiert, wie kaputt ich bin, habe irgendwann dann auch wahrgenommen, dass ich so kaputt geschlagen wurde und habe dann auch wahrgenommen, dass der Typ, der das war, nicht mal bestraft wurde. In meinen Augen war das keine Strafe. Mein Täter hat ja nur 2 Jahre und 2 Monate Haft auf Bewährung bekommen. Das ist in meinen Augen nichts. Dass der Täter nicht ins Gefängnis musste, ein Schock. Das Gericht urteilte, der Täter habe die schweren Folgen der Tat auf keinen Fall gewollt. Bisschen Rückentraining. Oh ja. Rickels bleibt nach der Tat halbseitig spastisch gelähmt, für immer. Sprechen, gehen, selbstständig leben, alles muss er neu lernen.
Ich bin immer ein Kämpfer gewesen und dieser Kämpfer, dieser Fighter bin ich geblieben. Wenn ich Ziele habe, dann will ich dahin und dann komme ich da auch hin. Also das ist mein Charakter auch geblieben. Vor der Tat wollte er Feldjäger werden bei der Bundeswehr. Nun ist er zu 80% schwerbehindert, erwerbsunfähig und einsam. Ich vermisse sehr die soziale Bindung, die sozialen Kontakte. Und wenn ich eine Freundin bekomme, dann muss ich Angst haben, dass sie nach 2 Wochen wieder weg ist, weil die nicht damit klarkommt, dass ich so bin, wie ich bin. Und das ist jedes Mal sehr schmerzhaft. Das alte und ein neues Ich zusammensetzen muss auch Maximilian Pollux. Du wirst nie sehen, dass ich unpünktlich bin. Wir kennen uns, also ich werde nie unpünktlich sein, ich werde nie gar nicht kommen, ich werde nie nicht erreichbar sein. Das sind alle, also Zuverlässigkeit ist was, was ich in der kriminellen Welt gelernt habe. 2-3 Mal pro Woche trainiert er, so baut er Aggressionen ab. Und er sucht Ruhe im Kopf. Nach den ersten Jahren in Haft fing er an zu schreiben. Geschichten aus dem Drogenmilieu, von dem er sich schließlich gelöst hat. Dann sind Leute teilweise wieder in Haft gekommen, während ich noch da saß, die entlassen wurden, die gesagt haben, sie kommen raus und sie sind Millionär. Ein Jahr später sind sie wieder da und haben immer noch nichts. Und solche Dinge, die du dann immer gesehen hast, irgendwie, dass keiner, dass es das nicht gibt, den romantischen Helden, sondern dass es nur alte Leute gibt, dass es nur Verräter gibt, dass es Junkies gibt. Aus meinem alten Fall sind sehr viele tot. Und dann irgendwann musst du dich hinterfragen, gibt es das, woran ich glaube? Gab es das? Und es gab es eben nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, das brauche ich nicht. Das Schreiben gibt ihm Halt. Noch im Gefängnis plant er, Autor zu werden. Ein Text wird veröffentlicht und er nach seiner Entlassung eingeladen, daraus zu lesen. Was glaubst du, wie viel du in den Arsch bekommst? Diese ungewöhnliche Frage, die er Manuel stellte, war wörtlich gemeint. Er meinte exakt das, was er fragte. Wie viel Kokain bekam Lena in ihren Arsch hinein? Aufs Gramm genau. Das Gymnasium in Oppenheim am Rhein. Pollux liest vor der 10. Klasse. Sein Stil direkt und drastisch. Sein Ziel? Die Schattenseiten des Gangsterlebens offenbaren. Es ist der Anfang der Idee, Präventionsarbeit zu leisten, aus seiner, der Täterperspektive. Überhaupt nichts. Gefängnis bewirkt im besten Fall gar nichts. Im schlimmsten Fall traumatisiertes und vernarbtes die Insassen so sehr, dass sie verroht und verzweifelt rauskommen irgendwann. Ja. Okay, vielen Dank fürs Mitmachen. Klasse. Sein Täter musste nicht ins Gefängnis. Rickels aber geht immer wieder dorthin. Er will jungen Gewalttätern begegnen, sichtbar werden, sich als Opfer zeigen. Ich möchte halt ein Zeichen setzen, damit die im Bewusstsein wissen, was halt passieren kann. Im Jugendgefängnis in Schifferstadt. Rickels ist nur wenig älter als die Gefangenen und stellt gleich mal klar, auch er hat früher zugeschlagen. Ich hätte von niemandem Angst und wenn mir jemand dumm kam, hat er aufs Maul bekommen. So dumm war auch ich. Dann erzählt er von dem Angriff, der ihn fast das Leben gekostet hat. Aus dem Nichts kommt dieser Typ auf mich zugesprintet, springt auf mich zu und schlägt mir mit voller Wucht gegen den Kopf. Die Ärzte haben zu meiner Mutter gesagt, dass es so schlimm ist, dass ich das wahrscheinlich nicht schaffe, dass sie nicht glauben, dass ich das schaffe. Hey, verdammt, jetzt wäre ich da fast gestorben. Und warum denn? Warum denn? Weil ich Mädel ein Getränk spendiert habe. Und wenn ich die da geknutscht hätte. Man macht so viel kaputt, ich habe kein Leben mehr.
Ich hab seit ewigen Jahren keine Freundin, ich habe keinen Sex, ich hab kein Leben. Und ich habe nebenbei nur Kämpfe, nur Kämpfe. Will man das? Bisher, der wollte das nicht. Aber das passiert so schnell. Täter und Opfer. Genau, Rickels wirbt für gegenseitigen Respekt. Den ich jetzt halt bewusst machen möchte. Ich bin auch Schläger. Ich habe auch wurde verurteilt wegen Körperverletzung. Und es war mal ganz interessant, die andere Seite zu hören. So, wie es eigentlich den Opfern ergeht. Das macht mich zwar nachdenklich, aber ich weiß nicht, in dem Moment, glaube ich. Aber so lange, nach einer Stunde, habe ich das, glaube ich, schon wieder vergessen. Entschuldigen ist das Mindeste, was man tun sollte. Vor allem, weil man denen ja nicht unbedingt Gutes damit antut, wenn man das nicht macht. Weil die dann auch irgendwann nicht mehr damit abschließen können, sage ich mal. Wenn man sich entschuldigt, kann die vielleicht hoffentlich dann damit abschließen. So. Für mich ist es schön, diese Hoffnung immer wieder unterstreichen, bestärken zu können, dass ich tatsächlich noch was bewegen kann. Und mir das ja mein Wunsch. Und es wäre natürlich blöd, wenn ich jetzt merken würde, da passiert nichts. Aber so wie heute merke ich halt wieder aufgrund der Fragen, aufgrund der Resonanzen, dass da tatsächlich was passiert im Kopf. Und das motiviert ja auch mich, dass es sich lohnt, das zu machen. Christoph Rickels Ziel ist ein gewaltfreies Miteinander. Dafür hat er die Initiative First Togetherness gegründet und ist in ganz Deutschland unterwegs. Zu Hause ist er inzwischen in Kassel. Dort lebt er selbstständig in einer Wohnung. Es ist nicht mehr ganz so schmerzhaft, allein zu sein, weil ich bin seit so vielen Jahren allein. Ich habe mich daran gewöhnt, allein zu sein. Es wäre natürlich schöner, es wäre natürlich viel schöner, schöne Momente, aber auch traurige Momente teilen zu können, um das nicht alleine tragen zu müssen. Aber es ist nun mal nicht so und ich habe mich daran gewöhnt, wie es ist. Genauso wie ich mich daran gewöhnt habe zu humpeln, wie ich mich daran gewöhnt habe langsam zu sprechen. So habe ich mich auch daran gewöhnt, allein zu sein. Rickels besucht viele Schulen. Die Heinrich-Schütz-Schule in Kassel. Er spricht vor Neuntklässlern. Ja, man nennt es ganz einfach, ja, wie man es so oft hört, ich bin Gewaltopfer. Wieder zeigt er das Überwachungsvideo, den verhängnisvollen Schlag und Sturz. Gewalt ist nicht cool. Gewalt macht nur kaputt. Ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht mal mehr gerade laufen. Ich kann keinen Ball mehr fangen und ich kann auch keinen Ball mehr werfen. Es ist mir alles weggenommen worden. Mein Leben lang, nicht nur für diese paar Sekunden, wo es passiert ist, ist es für immer weg. Ich war leidenschaftlicher Musiker. Ich habe Gitarre, Schlagzeug, Keyboard gespielt. Ich habe gesungen, ich habe gerappt. Ich hatte immer einen Einzelsport. Ich habe Handball gespielt, ich habe Fußball gespielt. Was ist heute? Wegen diesem einen Moment. Rickels teilt seine Trauer, aber er macht auch Mut. Er zeigt, wie er mit dem Kickboxer Ernesto Plantera trainiert. So macht er klar, er gibt nicht auf, aller Behinderung zum Trotz. Ja, das war schon eine harte Nummer, so, ne? Aber ja, genau so brauche ich das. Man erntet, was man sieht. Es ist egal, wie schwer alles ist. Ihr könnt alles schaffen, wenn ihr weitermacht. Selfies mit einem Tapferen. Hey, hier. Schau mal. Schau mal. Maximilian Pollux muss sich 5 Jahre lang bewähren, sonst wird er wieder eingesperrt. Er treibt die Idee voran, mit seiner kriminellen Vergangenheit gefährdeten Jugendlichen zu helfen.
Im Jugendzentrum Laienhof in Mainz ist er mit Nico Gensdorfer verabredet. Guck mal, das ist geil. Wow. Das ist geil. So ein bisschen streetmäßig. Komm. Ich mach mal ein bisschen Freestyle daraus. Der 19-Jährige soll einen Ausdruck finden für das, was ihn umtreibt. In dem Tonstudio hier können die Kids ihre Aggressionen auch einfach mal rauslassen, auf eine Art, die keinen anderen verletzt. Hier drin kannst du über die Dinge verarbeiten, die du draußen erlebst. Pollux bietet sich als Gesprächspartner an. Es geht wieder bergauf, so, weißt du, wie ich meine? Aber es ist schwer, weißt du? In die normale Welt reinkommen, weißt du, was ich meine? Deswegen, Knast darf nicht sein, halt, wenn das gilt zu vermeiden. Das macht alles kaputt. Das macht alles kaputt. Da verliert man sein Lachen und alles. Das ist tödlich. Die Täterperspektive öffnet Pollux einen Zugang, der sonst oft verschlossen bleibt. Er kann mir Motivation geben. Er hat's geschafft, aus der ganzen Scheiße raus. Knast und so weiter und so fort. Und das hilft mir. Ich war total am Ende. Ich war ganz unten nach dem Knast. Und jetzt geht's mir sehr gut. So, und wenn das dann ein Jugendlicher sieht, so, ey, okay, da ist einer, der hat es geschafft. Bei dem hat's funktioniert. Und der ist jetzt trotzdem kein langweiliger 0815-Typ. Dann kann's bei mir auch klappen. Also Hoffnung vermitteln ist vielleicht meine Aufgabe. Hoffnung auch für ihn, nach dem Gefängnis in ein sinnvolles Leben zu finden. Das Leben läuft gut. Das erste Mal in meinem Leben mache ich was, was andere Leute respektieren und wo andere Leute mich dafür loben. Das ist ein ganz, ganz neues Gefühl, irgendwie gelobt zu werden für den Job, den man macht. Und verheiratet sein ändert auch das eine oder andere. Also ja. Verheiratet mit Katharina Huber. Ein halbes Jahr nach seiner Haft haben sie sich kennengelernt, auf der Party einer Freundin. Dass er im Gefängnis war, hat er ihr gleich am ersten Abend erzählt. Ich weiß noch, dass wir auf einer Couch saßen und er eben das dann erzählt hat. Und ich dann schon im ersten Moment dachte, 10 Jahre, das kann man irgendwie gar nicht greifen. Also es war irgendwie, da tat sich plötzlich so eine Welt auf, die ich mir so gar nicht vorstellen konnte, also wo ich auch noch nie einen Berührungspunkt mit hatte. Sie ist gelernte Biolandwirtin und Erzieherin. Das Paar lebt gemeinsam in einer kleinen Wohnung in Mainz. Seine Frau gibt ihm Halt. Ach, super, echt. Wenn man sich selber so viel angetan hat wie ich und einem dann von außen so viel passiert, auch Negatives, dann fängt man an zu glauben, dass man nichts Positives mehr kriegt irgendwann. Ne? Dass alles irgendwie fürchterlich sein muss oder dunkel sein muss. Und dann kam jemand in mein Leben, die Katharina, die gut ist, ne? Die auch an Gutes glaubt selber und der auch Gutes passiert, dadurch, dass sie eben dem Guten Raum gibt. Und für mich ist sie damit schon die Verkörperung der neuen Chance, was Gutes zu erleben. Inzwischen arbeiten sie auch zusammen. Sie haben einen Verein für Jugendhilfeprojekte gegründet. Katharina Huber ist die erste Vorsitzende, Maximilian Pollux dort angestellt. Also ich glaube, dass es immer ein Teil unserer Arbeit sein wird oder unseres Lebens, weil es einfach Teil von ihm ist. Ich glaube, es kann ein Lebenswerk werden. Ja? Ich habe immer so die erste Hälfte meines Lebens Schaden gemacht und jetzt vielleicht die zweite Hälfte versuchen, Gutes zu tun zusammen. Rickels fliegen die Herzen zu. Er berührt die Menschen mit seiner Geschichte, seinem Mut und findet allerhöchste Anerkennung. Ich bin aufgrund meines ehrenamtlichen Engagements auf das Bürgerfest vom Bundespräsidenten eingeladen worden. Wo kommen Sie her? Wilhelmshaven. Schöne Grüße nach Wilhelmshaven. Ja? Ich bin neulich in der Gegend gewesen. Die positiven Erlebnisse tun mir verdammt gut. Ich habe immer gesagt, die ganzen Jahre, egal wie schwer es war, Christoph, weitermachen. Heute ist er 33 Jahre alt. 12,5 Jahre ist die Tat nun her. Eine Berufsunfähigkeitsrente sichert seine Existenz. Aber eine Sache ist noch immer strittig. Ich habe nach einem
Ich glaube, 7-jährigen Tanz vor den deutschen Gerichten habe ich 2014 200.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen bekommen in Oldenburg und wollte dieses Schmerzensgeld dann von der Haftpflichtversicherung des Täters haben. Und die Versicherung hat nicht gezahlt. Die Versicherung argumentiert damit, dass sie sagen, es war vorsätzlich. Und bei Vorsatz müssen Versicherungen ja nicht zahlen. Über mehrere Instanzen hat Rickels versucht, die Privathaftpflichtversicherung des Täters zur Zahlung zu zwingen, ohne Erfolg. Der Täter selbst ist insolvent und kann nicht zahlen. Die letzte Chance, ein Geld zu bekommen, sieht Rickels in einem neuen Prozess vor dem Landgericht Aurich. Seine Mutter und Familie begleiten ihn. Rickels klagt gegen seinen ehemaligen Anwalt. Er wirft ihm Fehler im Umgang mit der Versicherung vor. Sollte das Gericht ihm Recht geben und eine Pflichtverletzung feststellen, müsste weiter verhandelt werden, ob der Täter ihn fahrlässig oder vorsätzlich so schwer verletzt hat. Würde das Gericht dann entscheiden, es war fahrlässig, dann und nur dann müsste die Berufshaftpflichtversicherung des ehemaligen Anwalts das Schmerzensgeld an Rickels zahlen. Ich möchte mit diesem Charakter, mit dieser Stärke, die ich habe, ich glaube, deswegen habe ich auch überlebt, ich möchte mit dieser Stärke etwas erreichen für die Opfer, die nach mir kommen und die nicht so stark sind. Ich möchte dafür sorgen, dass andere diesen Kampf nicht mehr kämpfen muss. Einen Vergleich hat er abgelehnt. Er kämpft mit hohem Risiko um alles oder nichts. Gesa Rickels unterstützt ihn und ist doch besorgt. Ich würde mir für meinen Sohn ein Leben wünschen, mit echten sozialen Kontakten, mit Freunden, mit einer Frau an seiner Seite, Enkelkinder und ein ganz normales Leben. Und ich glaube, das ist das, was Christoph vermisst und was er wünscht. Und das kann man mit keinem Geld der Welt ersetzen. Körperlich wird Christoph Rickels für immer gezeichnet bleiben. Doch vielleicht kann er sich irgendwann befreien aus dem ewigen Hadern mit der Tat und dem Täter. Ich würde schon gerne mal mit dem Täter sprechen. Ich möchte nicht schimpfen, möchte nicht beleidigen oder irgendwelche Angriffe starten. Ich möchte mit ihm reden, weil ich einfach überzeugt bin heute, dass es nur das kann im Endeffekt am Ende helfen, und zwar uns beiden, aus diesem Loch wieder rauszukommen, wo er uns damals reingeschlagen hat. Das ist ja das, was man sich vorstellen muss. Hier kommst du nicht weg. Maximilian Pollux ist wieder im Gefängnis. Er kommt als Gast. Ich komme jetzt wieder hinter die Mauer. Es war ein komisches Gefühl. Mittlerweile ist es das 7. Mal, dass ich da bin. Und ich fühle mich schon sehr viel wohler. Die Jugendarrestanstalt in Düsseldorf. Pollux leitet hier einen Workshop für junge Straftäter. Sie sind zwischen 15 und 20 Jahre alt und bis zu 4 Wochen im Arrest. Als letzte Warnung vor dem Knast. Was machen wir heute? Ich bin kein Lehrer, ich bin kein Pädagoge, arbeite nicht für den Staat. Ich habe keine Ausbildung in dem Bereich. Ich war aber auch im Jugendarrest. In eurem Alter so. 12, 13 habe ich angefangen zu klauen, viel zu schlägern, Messer dabei zu haben. Spätestens 13 dann kiffen ständig und so. Er erzählt, wie er sich verstrickt und schließlich mit 19 der Haftbefehl folgt. Ich leide. Das heißt, SEK kam zu mir nach Hause. Ich war nicht da. Wer zu Hause war, war mein 12-jähriger Bruder. Ja. Plötzlich, bam, Tür auf, reinrennen, ein Kind am Boden. Er ist 12, aber groß. Was wissen die, wer das ist? Er geht auf den Boden, Knie auf den Kopf, MP5 am Kopf. Mein Bruder hat mir nie einen Vorwurf dafür gemacht. Aber wenn es irgendwo knallt, dann zuckt er heute noch zusammen. Dann geht er heute noch runter, dann kriegt er heute noch Angst. Wenn ihr kriminell seid, werden die, die euch lieben, dafür bezahlen. Ihr bringt alle in Gefahr um euch rum, mit dem Verhalten, das euch hierher gebracht hat. Und ich weiß, das ist schwer in dem Moment zu sehen, weil ihr seid die, die jetzt gerade leiden. Ihr seid hier, das ist scheiße hier zu sein.
Aber die, die draußen sind, die, die euch lieben, leiden immer mit. Pollux warnt vor falscher Verbrecherromantik. Er flüchtete damals ins Ausland. Es war die schlimmste Zeit seines Lebens. Du hast keine Rechte. Das heißt, jeder, der dich trifft, darf dich töten. Jeder, der dich trifft, darf dich vergewaltigen. Jeder, der dich trifft, darf dir deine Sachen wegnehmen. Es wird nicht aufhören. Es wird immer mehr Scheiße. Das ist Kriminalität. Nicht, ich fahre im Benzo mit meinen schönen Felgen, ich habe das, ich habe 1000 Weiber, ich habe die Taschen voll Geld. Das ist Kriminalität. Ihr opfert gerade euer Leben. Ihr werdet Opfer von Kriminalität. Das macht ihr mit euch selbst. Das ist das Gefühl dazu. Jetzt Mittagessen und danach machen wir beim Bar ein bisschen weiter. Ich hoffe, es gibt was Nettes. Ich bin gespannt, was... Da hat was zu erzählen. So, da weiß, wie es ist. Wir wissen das jetzt nicht so, weil das sind maximal 4 Wochen hier. Man hat auch gesehen, dass er nicht lügt, die Wahrheit erzählt. Ja, ich glaube, wenn jemand 10 Jahre im Knast saß, dann ist das schon glaubwürdig. Man glaubt das schon, ja. Pollux will Vorbild sein, weil er es geschafft hat, sein Leben zu ändern. Präventionsarbeit ist sein Ding. Er ist heute 36 Jahre alt und baut sich mit seinem Verein Sichtweisen erstmals eine legale Existenz auf. Die Sichtweisen sind auf eine gewisse Art mein Kind. Gleichzeitig auch ein Schritt auf die Gesellschaft zugewiesen, zu sagen, so, okay, wie sind eure Regeln? Was muss ich tun, damit es legitim ist, was ich hier mache? Seine Frau und er kommen inzwischen ohne staatliche Unterstützung aus. Ihr Gehalt und seine Honorare für Workshops reichen. Mit ihr an seiner Seite kämpft er um ein neues Ich. Ein glückliches Leben, weit ab von Rotlichtmilieu, Drogendeals, Berufskriminalität. Katharina Huber war von Anfang an überzeugt, dass ihr Mann das schafft. Ja, 100%. Also ich stehe da voll hinter ihm und anders wäre ich auch nicht hier. Also das ist wirklich, nur so kann ich mir das Leben, ein gemeinsames Leben vorstellen. Und wenn ich da nicht dran geglaubt hätte, von Anfang an, dann wäre ich die Beziehung auch nicht eingegangen. Ja. Und wir haben gute Nachrichten. Also letzte Woche kam der Bewährungsbescheid. Das heißt, die Bewährung ist ausgelaufen. Wir haben die 5 Jahre geschafft. Heißt für uns, auch für dich, das erste Mal mit einem Mann dann verheiratet sein, der nicht auf Bewährung ist. Für mich heißt das erste Mal, seit ich 14 bin, nicht entweder einen Haftbefehl offen oder eine Verhandlung anstehen oder Bewährung. Das erste Mal frei. Viele dachten, er käme schnell wieder in den Knast. Doch die alten Dramen, so scheint es, lässt Maximilian Pollux nun hinter sich.